Hallo liebe Pixel zu Pixies, mein Name ist Aha und herzlich willkommen zu Die Siedler 7, die Kampagne und Mission Nummer 6. Ein Imperium entsteht. Also, Wolfelden. Dakorian muss besiegt werden. Um seine starken Armeen standhalten zu können, werdet ihr in Wolfelden einen mächtigen Militärzweig gründen müssen. Der Werwolf im erwünschenden Wald könnte ein nützlicher Verbündeter sein, ne? Auf geht's. So ist Triumph über Dracorian schien unbedeutend zu sein, da sie ihn jetzt auf seinem Terrain besiegen musste. Ein Schriftbild da unten. Ach ja, da ist er. Drei Punkte. Drei Siegpunkte. Es geht los. Na, das wird ja auch Zeit. So, Dracorians Land. Oh, ein Schmetterling. Ein Land voller Mythen. Und das sieht mehr aus wie ein Grab. Wo Legenden geboren werden. Ah, lustige Prinzessin. Ui, trifft in Wolffelden ein. Die Großmutter meiner Freundin hat immer Zö gesagt. Zö. Wir haben einen entscheidenden Punkt erreicht, Prinzessin. Ein Sieg über Dracorian wäre ein mächtiger Schlag gegen diesen Lord Wolverine. Dann hoffe ich, dass ich nicht versagen werde. Geht bitte mit Bedacht vor. Es ist von größter Wichtigkeit, dass wir einen kühlen Kopf bewahren. Was, wenn wir scheitern? Befreit euch von Angst. Ich habe einen Plan. Wir müssen diesen nur befolgen. Prinzessin, man sagt, Dracorian sei ein mächtiger Krieger mit einer großen und gefährlichen Armee. Okay. Haben wir auch bestimmt. Wollt ihr ihn besiegen, müsst ihr eure Truppen geschickt einsetzen. Okay. Können wir machen. Hier sind mehr als nur Pikeniere oder Musketiere gefragt. Für diesen Kampf benötigen wir Kavallerie. Kavallerie! Ich warne euch, Prinzessin. Diesmal werde ich nicht so schnell aufgeben. Warum nicht? Wenn du es rauszögerst, sterben halt mehr Leute. Das ist alles. Lasst euch nicht einschüchtern, Milady. Dracorian wird bald der Realität ins Auge blicken. Konzentriert euch nur auf eure Eroberung. Nutzt alles, was ich euch in den vorherigen Missionen gelehrt habe, und findet euren eigenen Weg, diesen hinterhältigen Dracorian aus Tandrien zu vertreiben. Okay. Boah, wir tauchen ein paar Felderchen noch auf und wir gucken mal. Gut. Na, ist auch noch. Okay, dann fangen wir jetzt mal an. Also, Generäle. Gegen den Aufpreis könnt ihr... Ach, mein Güte, es geht noch weiter und noch weiter. Dann warte ich jetzt noch ein bisschen. Meine Fresse. Das ist ja manchmal schon etwas nervig, diese Meldungen. Aber hilfreich. Radmacherei. Der Radmacher stellt Räder aus Holz und Eisen her. Räder werden zur Ausbildung von Kanonieren in der Kaserne benötigt. Generäle. Gegen einen Aufpreis könnt ihr erfahrene Generäle in der Taverne anheuern. Die Ausbaustufe eurer Kaserne oder Handel- oder Händlergilde legt die Anzahl der Generäle fest, die unter euch dienen können. Kaserne. In der Kaserne könnt ihr neue Arten von Soldaten ausbilden. Ihr müsst sie, wie die Kirche und die Händlergilde, im Prestigebaum freischalten. Reiter. Reiter sind starke, schnelle Nahkämpfer. Ein mächtiger Reitertrupp kann die meisten Armeen schlagen. Belohnung. Belohnungen könnt ihr aus verschiedenen Gründen erhalten. Durch die Übernahme eines neutralen Außenpostens, die Erforschung besonderer Technologien und oder durch eine höhere Bevölkerungszahl können euch Belohnungen zuteil werden. Nutzt sie weise. Siegpunkte. Ab jetzt ersetzt die Siegpunkteanzeige die Questanzeige. Wählt eure eigenen Ziele und Mittel, um die Karten zu gewinnen. So, na denn. Genug getrödelt. Also, wir brauchen wie immer
Als erstes Holz und so und sowas. Also hier so ein bisschen. Also, wenn es mir noch recht in Erinnerung ist, wollte ich trotzdem einen Holzfäller bauen. Genau, einen Holzfäller. Der Herr fällt sein Holz. So, hier. Und dann bauen wir doch hier ein Sägewerk. Ansonsten brauchen wir nämlich viel Getreide. So, dann würde ich mal sagen. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir Gold und 9 Soldaten. Mhm. Wir auch 9 normale Soldaten und Nahrung, Fisch, ja. Okay. Ich würde mal sagen, wir versuchen mal was Riskantes. Angriff! So. Hier geht's los. Okay, wir brauchen aber auch Steine. Weg. Der kommt. Wohnhaus, das wir nur zum Wohnen brauchen. Das. Ah. Da kommt, wir nehmen das. Genau, weil dann können wir nämlich sagen. Machen das mal mit den Straßen. So. Reißen das mal weg. So, und eine Bergtüte. Ne, die kriegen wir dann nicht mehr hin. So, und dann kommt da ein Steinmetz hin. Passt doch. Meine Reiter machen hier alles. Aha, ihr habt die Schlacht gewonnen. Das ging ja schon. Aber gut, weil ich habe hier kein Holz in meinem Gebiet. Das wäre sonst doch ziemlich ärgerlich gewesen. So. Was brauchen wir denn noch? Also den... jetzt hier quasi. Ja, das ist ja auch alles ganz nett. Mal die Geschwindigkeit ein bisschen hochschalten. Die Frage hier an der Straße entlang, wollen wir wahrscheinlich Häuser bauen. Also nur Wohnhäuser, nicht Arbeitshäuser sozusagen. Weil dann könnte man nämlich sagen, darum geht es mir jetzt gerade, dass man hier so ein schön. Schön, schön. Kohle ist wichtig, Gold ist auch wichtig, Gold und Eisen. Ja, alles zu gleichen Teilen, aber ich bräuchte wahrscheinlich ein bisschen mehr. Davon, also so. Okay, also wir haben jetzt eingenommen. Das heißt, oh, verwunschener Wald. Ereignisgebiete sind besondere Sektoren auf der Karte, die Quests anbieten. Ja, schön. So, das heißt, aber wir sollten jetzt auch noch ein Lager ausbauen. So, dann. Sollten wir hier drüben einmal das und einmal das bauen. Und dann brauchen wir noch eine Berghütte. Hier, du machst
Stein, du machst Kohle, bewegst dich nach da und hier bauen wir euch noch ein Lagerhaus, da können wir nämlich hier sagen, ganz nach hier hinten gehen. Da mal alles freiholzen. So, und hier kommt noch ein Holzfäller und der arbeitet. Nach da oben kommt er wahrscheinlich nicht. Du arbeitest. Erstmal so machen, dann nimmt man sich den Getreidehof und sagt, Hühle, Schafe, Getreide. So, das noch da. Dass ich nämlich hier hinstellen, du kannst hier. So, dann brauchen wir auf jeden Fall mehr Getreide. Getreide, Getreide, Getreide. Dann haben wir 4 Getreide, 2 Verbraucher. Ich sage. Okay, so. Ja, passt doch. Also, wir brauchen hier noch Getreide. Cool. Halt. Anders, hier bauen wir Erde. Wir brauchen eine Mühle und dann brauchen wir nochmal Getreide und dann sollten wir noch mehr Getreide bauen und dann haben wir, denke ich, alles geschafft. Getreide, Getreide, Getreide. So. Haben wir das erstmal alles da? Ne, auch nicht zu wenig Getreide haben. So, dann. So, dann wollen wir das doch. Hier wollen wir mal einen Bauer. Einen Brauer. Das und das. Dann haben wir erstmal alle Gebäude. Einmal so. Dann wollen wir hier. Hier wollen wir auf jeden Fall noch einen Bäcker und noch 2 Brauer. Dann haben wir schon mal 3 Brauer. So, und was wir noch auf jeden Fall wollen, ist. Ich will jetzt mal hier so eine Straße bauen, ja? Damit unsere
Jo, so, und dann gucken wir doch mal, dass wir das hier verlängern. Dann will ich mich wenigstens... Also wir brauchen das, 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 das brauchen wir mindestens. Dann... Das. Und da sagen wir, wir brauchen noch jetzt mal einen davon und einen davon. So, hat der Herr denn hier seine? Du kannst mal hier so anpflanzen, dann gucken wir mal, was dabei rumkommt. Hier hinten bauen wir noch weitere Wohnhäuser, denn mir wurde gerade mitgeteilt, es fehlt ein Siedler. Hier, wir müssen mal gucken. Lagerbestand an Holz sieht eigentlich ganz gut aus. Also an Holz liegt es nicht. Werkzeuge und Stein sollte auch nicht das Problem sein. Na gut. Versuchen wir es trotzdem erstmal mit Werkzeugen, wenn wir das teuerste. Ach, ich habe eine zweite Weberei gebaut, na. Okay, gut, ist schnuckig, mache ich erstmal so. Das ist aber auch, ich brauche irgendwo Platz für... Also hier brauche ich auf jeden Fall noch, da bauen wir auf jeden Fall noch. Davon, ich habe 8, ne? So, das heißt, die beiden verbrauchen, die 3 verbrauchen. So habe ich 3, ja. Ich habe eine Bäckerei. Und aber noch. Super, dann brauchen wir nämlich hier noch eine Bäckerei. Oh. So, und wir sagen mal einen Brunnen. Hier errichten. Und es sollte erstmal langen. Jetzt sollte ich erstmal gucken, dass ich hier irgendwie Imperator. Na, das hättest du wohl gern. So, ein Siegpunkt hat er schon. Wir bauen unsere. So, okay. Haben wir alles hier. Jetzt brauchen wir nur noch eine Schmelze. Haben wir. Aber was wir noch brauchen, ist wahrscheinlich. Nicht nur wahrscheinlich, sondern ist ein. Radmacher und Werkzeugmacher. Okay. So. Das heißt. Wir bauen das hier und hier hin. Und dann gucken wir erstmal, wie es so läuft. Aha, und dann haben wir wie viel Bier? 7. Bringen wir doch erstmal das Bier nach hier. So. Bereit produziert am Dorf. Aufzucht haben wir schon mal fertig. Also wir haben 2 Mühlen, die verbrauchen Getreide. Wir haben Schafszucht, das sind 3. Die Pferdezucht sind 4. Noch eine Schafzucht sind 5, 6, 7, 8, 9. So, dann bauen wir doch noch einen Hof. Dann haben wir aber auch mehr als genug, denke ich, genau.
Da sollten wir, wenn wir die nächsten Prestigestufen steigen. Dafür brauchen wir erstmal eine Kirche, denke ich. Genau, sobald wir genug Gold haben, machen wir das einzig Vernünftige. Oh, wie viel Wurst habe ich? 8. So machen wir es. Gold und Fleisch und alles bringt ihr dahin. Meine Armee frische ich auf und dann greife ich mir den nächsten. Aber, das machen wir jetzt nicht mehr. Würde ich sagen, bis hierhin ist doch eine schöne Siedlung erstmal geworden. Hä? Gucken wir uns das mal an. Also ich meine, viel Landwirtschaft, Wohnhäuser, Produktionsstätten. Hier drüben haben wir auch schon alles aufgebaut. Das nächste Gebiet wird demnächst angegriffen. Dann würde ich sagen, ja, danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt und zugesehen habt. Und wir hören uns in der Endcard, sehen uns im nächsten Video. Und bis dahin viel Spaß beim Selbersiedeln wünscht euch euer Aha. Hallo und herzlich willkommen auf der Endcard. Danke, dass ihr bis hierhin mit mir gesiedelt habt. Ein weiteres Video findet ihr oben links. Meinen Kanal abonniert ihr oben rechts. Neueste Trailer und Soundtracks findet ihr auf dem Kanal von Trailerkommando. Und den Link dazu unten rechts. Und unten links findet ihr meine Shorts-Playlist. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin viel Spaß beim Selbersiedeln wünscht euch euer Aha.